Die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, kurz Deutsche Finanzagentur, ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, welches im öffentlichen Auftrag arbeitet. Es handelt sich um eine Kapitalgesellschaft, also juristische Person des Privatrechts, und befindet sich zu 100% im Eigentum der BRD. Sie wurde am 19. September 2000 nach einem entsprechenden Regierungsbeschluss als Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH gegründet. Ihr Sitz ist in Frankfurt am Main und sie wird dort im Handelsregister geführt. Die wichtigste Aufgabe der Finanzagentur ist, die Zahlungsfähigkeit der BRD permanent sicherzustellen. In vielen systemkritischen Kreisen hält sich jedoch die Behauptung, dass die Identität der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH mit der BRD gleichzusetzen ist. Als ein Beweis gilt ein Urteilsspruch des Internationalen Strafgerichtshofs aus dem Jahre 2012, der zu dem Schluss kam, dass die BRD kein Staat ist. Es handelte sich aber richtigerweise um den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Dieser wurde von den Vereinten Nationen eingesetzt, um Streitigkeiten zwischen Staaten zu verhandeln. Auch stand eine Staatsexistenz der BRD überhaupt nicht zur Debatte und wurde auch mit keinem Wort erwähnt. Vielmehr ist das Gericht selbstverständlich davon ausgegangen, dass die BRD ein Staat ist, ansonsten hätte sie schon gar nicht klagen können, da nur Staaten der Weg vor den IGH offen steht. Und zudem war der tragende Gesichtspunkt des Urteils die Staatenimmunität. Wäre die BRD kein Staat, könnte ihre Staatenimmunität auch nicht verletzt werden. Zudem leitet sich das Wort Staat aus dem Lateinischen her und bezeichnet Zustand, Form und das Gefüge des Gemeinwesens, sowie einen festen, gesicherten und unerschütterlichen Stand. Insofern wäre auch eine BRD GmbH trotzdem noch immer ein Staat. Als weiterer Beleg gilt der Personalausweis. Nur Personal einer Firma erhält schließlich einen ebensolchen, lautet es. Übersehen wird dabei, dass das Wort Personal ebenfalls aus dem Lateinischen entlehnt wurde und dem modernen persönlich zuzuordnen ist. So gibt es auch weitere Begrifflichkeiten, wie etwa Personalunion, Depersonalisation oder Personalismus, die nicht viel mit einem Angestelltenverhältnis gemeinsam haben. In der englischen Sprache wird das Wort personell ebenfalls gängig als persönlich genutzt. Die Bezeichnung Deutsch allerdings ist tatsächlich kein Nachweis einer Staatsangehörigkeit, sondern begründet lediglich diese Vermutung. Der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit wird richtigerweise auf Antrag des Betroffenen mit dem Staatsangehörigkeitsausweis festgestellt und nachgewiesen. Der Name jenes deutschen Staates, dessen Angehörigkeit nachgewiesen wurde, wird jedoch auch hierbei nicht explizit genannt, weswegen Raum für Spekulationen bleibt. Diese haben aber nichts mit einer Umwandlung des Staates in eine GmbH zu tun, sondern begründen sich in der allgemein gegen das Reich und insbesondere Preußen gerichtete Politik der Alliierten. Denn die BRD, eine staatliche Körperschaft, und die BRD-Finanzagentur als Unternehmen in Form einer Körperschaft des Privatrechts, können prinzipiell nicht miteinander gleichgesetzt werden, da die eine die Gesellschafterin der anderen ist. Denn würde sich ein Gesellschafter durch das Gründen einer Kapitalgesellschaft und eine GmbH ist eine Kapitalgesellschaft in dieselbe verwandeln, dann hätte sich die BRD ja auch schon in eine Aktiengesellschaft, welche ebenfalls eine Kapitalgesellschaft ist, verwandelt haben müssen. Denn die BRD ist ebenfalls Alleingesellschafterin der Deutschen Bahn AG. Demnach könnte man auch von einer BRD AG sprechen. Nämlich die Bahn Republik Deutschland AG. Und deshalb haben wir eben einen Personalausweis. Was ja auch vollkommen logisch ist, wenn wir Personal der Bahn AG sind. Und auch den Reichsadler, dieser BRD AG, trägt man dort doch stolz auf den Mützen. Somit wäre erwiesen, dass die Deutsche Bahn seit ihrer Fusion mit der Deutschen Reichsbahn spätestens, als Bahn Republik Deutschland AG, die Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches übernommen hat. Die BRD ist aber keine AG. Allerdings auch keine GmbH. Das bedeutet nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn ein Hinterfragen der offiziellen Lesart ist vielfach durchaus berechtigt. Zahlreiche Ereignisse stellen sich Jahre später als das Ergebnis von Absprachen, Geheimverträgen und Verschwörungen heraus.